Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horizon Zero Dawn. Ich bin der Fangamer und wir machen uns am Weg zum Haus von Olin. Ja für ja, warum verschont er Verbrecher und Diebe und Mörder? Erend, du musst doch Rache nehmen wollen. Deine Schwester ermordet und ihr Tod ungesühnt. Noch ein Wort, du mieser Nichtsnutz, und ich schmeiß dich selbst ins Gefängnis. Verschwindet hier, oder ihr werdet es noch alle bereuen. Nett. Was hat er über Ersas Ermordung gesagt? Nicht jetzt. Die Kommandantin Ersa ermordet. So, der hat keine Eile. Ganz gemütlich. Okay, wie kommen wir da rein? Oh, das war subtil. Da sind wir. Sieh zu, dass nichts kaputt geht. Außer dieser Tür. Das alles für einen Mann? Verbindungen zum Königshof zahlen sich aus. Na gut. Da habe ich gleich mal was gefunden, glaube ich. Die Ecke des Teppichs ist ausgefranst. Und der Boden ist da ganz abgenutzt. Mal sehen, was darunter ist. Hey, wie kommt das hierher? Die Frage ist, wie man da durchkommt. Ohne Schlüssel gar nicht. Das ist eine Osseram-Luke. Da kommt nichts durch. Wir werden sehen. Durch die Luke. Du sagst, Olin hat Verbindungen zum Königshof. Kennt er den Sonnenkönig selbst? Nein. Er war ab und zu Späher für den Hof und hat Adligen auch Schmuck verkauft, aber er hatte nie eine Audienz beim König. Wenn es stimmt und Olin Dreck am Stecken hat, dann hat Sonnenkönig Avad nichts damit zu tun, das kann ich beschwören. Geht's dir wirklich gut? Ich bin nüchtern genug, okay? Ich brauch keine Predigt. Das meinte ich nicht. Ich rede davon, was gerade passiert ist, da draußen. Ich will nicht darüber reden. Wir sind wegen des Verdachts gegen Olin hier, also tu, was du tun musst. Na gut. Ich sehe mich um. Darum sind wir hier. Das war wohl zu einfach. Geht es wohl bergauf? Die Stufen hinauf. Lass gut sein, Mädchen. Verschwende deine Zeit. Einen Weg finden, die Luke aufzubrechen. Vielleicht der da oben. Ja, ein bisschen ein Suchspiel. Hier ist ganz schön viel Metall. Könnte genau das sein, was ich brauche. Sieht groß und schwer aus. Die richtet bestimmt viel Schaden an, wenn sie runterfällt. Ach, so ein Zufall, dass das da liegt. Nur ein kleiner Schubser. Du
weißt, dass nichts kaputt gehen soll, oder? Na gut, dann gehen wir runter. Und schauen, was sich da verbirgt. Tagebuch. Olin hat Tagebuch geführt. Olin? Ich weiß, dass er gut mit Verträgen war, aber als Schriftsteller? Kein Zweifel mehr. Olin wusste von allem. So. Eine Karte. Die Glyphen zeigen, wo er schon war. Ja, Leute, hier ist jetzt wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt. Die letzten zwei Folgen. Wenn du mir dienst, leben sie. Wenn nicht, werden ihre Kehlen aufgeschlitzt und ihre Körper in der Sonne verdorren. Man hat seine Familie entführt. Mann? Wer ist Mann? Die Mörder. Sie drohten ihm, seine Familie umzubringen. So, dann reden wir wieder mal mit ihm. Der Beweis. Die letzte Seite. Er schreibt über unser Treffen und dass er mich töten muss. Und der nannte sich Freund. Dieser miese Verräter. Du kannst das lesen, Glyphen. Und die Sachen, die du siehst, wie machst du das? Der Fokus, er zeigt das Verborgene. Und Olins Fokus ist auch so? Das Gerät ist das Gleiche. Aber irgendwie können Olin und die Mörder damit kommunizieren, über weite Entfernungen. Und sie sehen durch den Fokus des anderen, als ob sie selber dabei wären. So haben dich die Mörder gesehen? Durch Olin? Ja, ich glaube, so war es. Da ich jetzt weiß, wo Olin ist, sollte ich weiterziehen. Ohne Hilfe? Überlass das mir. Allein bin ich schneller. Warte. Wenn das Gerät Verborgenes enthüllt... Geh aus dem Weg, Erend. Ich muss wissen, wer Ersa getötet hat. Aloy, bitte hilf mir. Nicht nur die Schatten Karja-Armee, das weiß ich, sondern welche Soldaten es waren. Es tut mir wirklich leid, aber es ist dein Krieg, nicht meiner. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Du hast hier die Leute gesucht, die dich töten wollten, die dein Volk massakrierten. Doch du findest Vergeltung und ich nicht. Gut, ich reise zum Rotkampass, wo man Ersas Leiche fand, und warte auf dich. Ich brauche den Fokus nur ein paar Minuten. Lass mich nicht betteln. Rotkampass, sagst du? Mal sehen, was ich tun kann. So. Oha, Feld der Gefallenen, Alter. Stufe 19. Mal schauen, was man hier machen wird. Die Stadt der Sonne. Schauen wir mal, wo das ist. Das ist doch die Stadt der Sonne.
Ja, Leute, jetzt muss ich wieder ein bisschen schauen. Finde Olin. Na gut, das heißt, das ist erst abgeschlossen, das Quest, wenn man Olin gefunden hat. Mal schauen, ob man nicht durch ein paar Nebenquests noch hier Erfahrungspunkte sammeln kann. Sieh dir mal diese Waren an. Also ein Händler. Was du für einer? Nichts, was von Bedeutung ist. Da ist eine Kiste. Kannst du mir helfen? Du mit dem zweiten Gesicht, du musst mir helfen. So. Von dir redet doch die Garde die ganze Zeit. Die Nora, die mit ihrem zweiten Gesicht Verräter aufspürt. Wenn mir das doch auch helfen könnte. Ein Einbrecher stahl mir das Schwert meines Bruders. Erzähl mir mehr über den Raub und lass nichts aus. Es war dreist und professionell. Sie stahlen nur das Schwert, meinen wertvollsten Besitz. Der Dieb entkam durch das Fenster und stolperte über meinen Diener. Ansonsten wäre er unbemerkt entkommen. Warum stiehlt jemand ein Schwert? Es ist unbezahlbar. Aus dem Geweih eines Lanzenhorns mit feinen Intarsien und Edelsteinen an den... Okay, verstehe. Verzeihung, das ist noch nicht einmal der Punkt. Der 12. Sonnenkönig schenkte es meinem Bruder für seine Dienste. Er fiel im Kampf während der Befreiung. Ich hob es für meinen Neffen auf, der bei den Schattenkaja in Sonnenfall gestrandet ist. Was macht dein Neffe denn in Sonnenfall? Die meisten Kleriker dienten dem verrückten König. Und als er fiel, flohen sie aus Angst vor Vergeltung. Als Ehrengarde eines ehrwürdigen Priesters musste mein Neffe mit ihnen gehen. Mein Bruder ist jetzt tot, mein Neffe ist sein Erbe. Das Schwert gehört also eigentlich ihm. Nach allem, was er durchgemacht hat, will ich ihm nicht sagen müssen, dass es nicht mehr da ist. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Sprich mit meinem Diener, wenn du möchtest. Er hat den Dieb gesehen. Übrigens, ich will nur das Schwert zurück. Meridian und meine Familie, was das angeht, hat schon genug Ärger gehabt. Ich würde die ganze Sache vergessen. Ich verlange keine Strafe. Gut. Mach mal doch, glatt. Sehen? Ich stand mit dem Rücken zur Mauer. Ich dachte nicht, dass wer zum Fenster rausklettert. Er war grau gekleidet und hatte das Schwert. Mehr weiß ich nicht. Bei der Sonne, mir blieb fast das Herz stehen. Such den Tatort. Das ist Leiland. Blutstropfen, die von hier wegführen. Na dann. Mehr Blut. Ich bin noch auf der richtigen Stelle. Anders als alles, was ich kenne. Ist das irgendwie? Ach, mach Platz, Alter. Noch mehr Blut. Der Dieb hat sich schlimm. Die Spur endet hier. Aber irgendjemand muss den Dieb gesehen haben. Ist hier jemand langgerannt? Mit einem Schwert? Aber ja, er hat sich ein paar Stoffstücke geschnappt und rannte die Treppe darunter. Er hat geblutet, vielleicht braucht er einen Verband. Verdammt! Diese Stoffe sind teuer! Ich habe also einen Dieb Verbandszeug bezahlt. Das wird ein herrlicher Tag. Ich zahle gut für Banuk-Relikte, Fremde. Ich habe die Nase voll von der Arbeit. So.
Dann gehen wir mal die Stufen runter. Wenn der Dieb hier war, gab es für ihn nur einen Weg. Vorwärts. So hart wie es ist, wir werden uns für eine Variante entscheiden müssen. Keine Spur von dem Dieb. Jemand muss ihn gesehen haben, als er hier lang gerannt ist. So, Vorratskiste geht immer. Ich hätte Handwerkerin werden sollen. Damit macht man ganz schön viel Scherben. Ist dir jemand vorbeigelaufen? Mit einem Schwert in der Hand? Ja, er hatte mich fast umgerannt. Er rannte über den Wall und fuhr mit dem Lift runter. Den holst du nicht mehr ein. Aber er hatte kein Schwert. Er hatte gar nichts in der Hand? Absolut nichts. Aber er rannte wie ein geölter Blitz. Der Dieb muss das Schwert weggeworfen haben. Aber wo? Vielleicht hat ihm jemand geholfen. Am Stand der Händlerin hätte er das Schwert schnell loswerden können. Na, dann gehen wir wieder mal zurück. Sherlock Holmes-mäßig. Ich werde Meridian niemals verlassen. Der Dieb ist anscheinend entkommen, aber ohne das Schwert. Er hat es vielleicht irgendwo abgelegt. Bei dir zum Beispiel. Was? Nein! Ich habe damit nichts zu tun. Das wird sich zeigen, wenn die Stadtwache deinen Stand durchsucht und deine Kunden befragt. Oh, bitte nicht. Hör mich erst an. Es heißt, du bist ein helles Licht in der Dunkelheit, also wirst du mir zuhören. Es stimmt. Ich hatte das Schwert und ich gab es an jemanden weiter. Es wird verkauft, aber nicht für den Profit. Die Scherben sind für Bedürftige. Und das soll ich dir glauben? Ich kann's beweisen. Meine Freunde sind bei der Wassermühle im unteren Dorf. Sie erklären dir alles. Wenn sie dich nicht überzeugen, komm zurück mit den Wachen. Ich gehe nirgendwo hin. Das könntest du ruhig. Ich finde dich. Aber na gut. Ich gehe zur Wassermühle. Okay, dann sollte ich wohl zu dieser Wassermühle gehen und herausfinden, was hier läuft. Ja, dieses Quest werdet ihr nächstes Mal zu Ende sehen. Das dauert hier ein bisschen länger noch. Ich bin der Feingamer. Freut mich, dass ihr wieder zugesehen habt. Wir klären den Fall auf. Versprochen. Bis dann und ciao.